So Leute, jetzt hier eine kleine Aufgabe, und zwar ich möchte hier den spezifischen Widerstand berechnen eines undotierten Siliziumhalbleiters, wenn ich eine Elektronenbeweglichkeit von μn gleich 300 Quadratzentimeter durch Voltsekunden und eine Löcherbeweglichkeit von μp 100 Quadratzentimeter durch Voltsekunden habe. Wie berechne ich das? Das erste, was ich mir überlegen muss, okay, was ist überhaupt der spezifische Widerstand? Der ist 1 durch Kappa, formelmäßig, und Kappa, das kann ich mir schön vorstellen, das ist die Elementarladung, mal N, also Anzahl der Elektronen, mal Beweglichkeit der Elektronen, plus Anzahl der Löcher, plus mal Beweglichkeit der Löcher. Ja, wie könnte es auch anders sein? Das weiß ich aus der Formelsammlung. Und jetzt kann ich das Ganze hier einsetzen. Eins muss ich noch wissen, und zwar intrinsische Einleiterdichte von Silizium ist gleich der Anzahl der Elektronen ist gleich der Anzahl der Löcher im System. Ja gut, dann können wir hier unser Kappa schon mal berechnen. Elementarladung 1,6 mal 10 hoch minus 19. Ampere Sekunden, wer es interessiert, oder Coulomb, bin mehr der SI-Typ. Hier Anzahl der Elektronen sind bei Silizium, muss man wissen, 1,5 mal 10 hoch 10. 1 durch Kubikzentimeter mal hier die Beweglichkeit mal 300 plus. Ich lasse jetzt hier die Einheiten mal weg, weil sonst gehe ich jetzt hier von mir platztechnisch nicht mehr drauf. Dann hier Anzahl der Löcher, wieder 1,5 mal 10 hoch 10 mal hier 300. So, Klammer zu. Jetzt hier das Ganze berechnen. Ja, wie funktioniert das? Einfach in den Taschen herein oder, ja, was habe ich hier? Fehler. Und ihr sagt nichts. Ich habe hier 100, hier 100. Also kann ich zusammenfassen, 1,5 mal 10 hoch 10 mal 400, also hier das und das ausgeklammert, du streichst mal das und das ausgeklammert, mal 400. Und ja, 400 kann ich auch sagen, ist 4 mal 10 hoch 2. Dann kann ich sagen, 4 mal 1,5 macht 6 mal 10 hoch 12. Und hier habe ich 1,6 mal 10 hoch minus 19. Ja, 1,6, da ist heute schon zu spät, dass ich das noch gerade zusammenbringe. Das ist 9,6 mal 10 hoch minus, was gibt es hier, 19 und 12, Unterschied ist 7. Ja, und jetzt hier Einheit, Kappa hat Siemens durch Zentimeter, könnt ihr euch vorstellen, hier Quadrat kürzt sich mit diesem 1 durch, Kubik, Zentimeter, also das hier ist mein Kappa, und richtig, mein Rho ist dann 1 durch Kappa, also 1 durch Kappa ist dann 1 durch diesen ganzen Spaß, 1,6 mal 10 hoch minus 7, macht, huch, eine große Zahl, hier 1,666, Zentimeter. Ja, ihr könnt jetzt noch mit Potenz schreiben, das überlasse ich jetzt euch. Also ihr seht, gigantischer Widerstand, also undotiert, könnte in die Tonne treten, sage ich immer wieder. Undotiert, da ist wirklich, das ist fast schon Isolator. 1 Megaohm pro Zentimeter, Zentimeter ist so viel. Ja, das ist ja schon was Gigantisches. Gut, in diesem Sinne kann ich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, hier oben, abonnieren, hier weiteres Video, weiteres Video, weiteres Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen, euer Alexander von Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss.